Am 17. Oktober 2015 versammelte sich Jung und Alt vor dem Kunstraum Walkendorf, um sich das neue Kunstwerk von Alois Mosbacher anzusehen. Und ich darf nun in Vertretung von Landeshauptmann Dr. Erwin Pöll unseren Landtagsabgeordneten René Lobner um seine Eröffnung bitten. Ja, danke, Herr Bürgermeister, meine geschätzten Damen und Herren, liebe Kunst- und Kulturinteressierte aus nah und fern. Es freut mich, dass ich heute wieder mal eine Ausstellung hier in Walkendorf eröffnen darf. Dieser Kunstraum ist ja nicht immer frei von Kritik, aber das ist auch Kunst. Kunst polarisiert und das ist hier in Walkendorf immer wieder auch zu spüren. Aber das bringt die Menschen auch zum Reden, das bringt die Menschen auch zum Diskutieren und gerade in dieser schnelllebigen Zeit ist das mit Sicherheit auch ein gewisser Grad, den man schätzen kann und den wir auch sehr schätzen. Nach der Eröffnung hatten die Gäste die Möglichkeit, das außergewöhnliche Kunstwerk von innen zu betrachten. Doch zuerst hieß es, Schuhe ausziehen. Beeindruckend waren vor allem die schönen Wandmalereien, die durch den Autor Henry David Thoreau inspiriert wurden. Wir fragten nach, ob sich die Gäste wie Thoreau ein Leben im Wald vorstellen könnten und wie sie sich darauf vorbereiten würden. Na, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das habe ich nicht vor, 2 Jahre im Wald zu leben, aber für 1-2 Wochen ist es durchaus für mich eine schöne Zeit hier und ich nehme mir hier Vorräte mit, die ich eben für diese Zeit brauche, also durchaus eine interessante Herausforderung, die ich auch annehmen würde. Ich könnte mir vorstellen, sozusagen autark zu leben, aber sicher nicht alleine. Ich bin sehr kontaktfreudig und kommunikativ und ich brauche andere Menschen, um mich wohlzufühlen. Also die Selbstversorgung im Wald, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, wenn man da nicht geübt ist und sehr spartanisch leben müsste, 2 Jahre, das glaube ich nicht, dass ich das machen würde. Ja, ich würde mir von meinem Sohn zeigen lassen, wie ich Strom erzeugen kann, um vielleicht den Akku vom Handy aufzuladen, so mit Fahrradpedal und solche Dinge stelle ich mir halt vor. Ja, und Wasser ist natürlich auch wichtig. Ja, das müsste man schon intensiver vorbereiten, denke ich, weil wenn man da Selbstversorger ist, muss man vielleicht einmal lernen zu schießen oder ein Gewehr haben oder mit Pfeil und Bogen umzugehen. Es ist sicher nicht so leicht, eine Selbstversorgung, wo wir schon sehr verwöhnt sind als Mitteleuropäer. Also Naturvölker, die es noch ein paar gibt, die könnten das wahrscheinlich leichter. Also Frauen wird ja immer nachgesagt, dass sie sich nicht orientieren können. Das ist zum Beispiel bei mir überhaupt nicht der Fall. Darauf bin ich auch sehr stolz. Und ich glaube, es ist gerade heutzutage ein großer Wert, Naturverbundenheit spüren und schätzen zu können, weil es ohne Geld einem ermöglicht, sich wohl und zufrieden zu fühlen. Und ich meine, das klingt jetzt kitschig, aber so dieses Einssein mit der Schöpfung ist etwas, was man sicher in der Natur am schönsten erleben kann. Und auch wenn man erlebt, dass man selber Situationen meistert, wo man manchmal vielleicht auch ein bisschen an die Grenzen geht oder sich überwinden muss, das ist ja auch etwas, an dem man wächst. Das Ende des Tages wurde noch genutzt, um sich über die Eindrücke des Kunstwerks auszutauschen. Und man darf gespannt sein, was der Kunstraum Walkendorf als nächstes zu bieten hat.